Haselflake. Heute zeige ich euch, wie ich Plätzchen gebacken habe. Und begonnen habe ich mit einem Vanillekipferlteig. Ganz klassisch. Dazu gebe ich erstmal alle Zutaten in eine Rührschüssel. Das sind eine Vanilleschote, weiche Butter, gemahlene Mandeln, Zucker und Mehl. Und wenn dann alles in der Schüssel ist, wird das kräftig verrührt. Die genauen Mengenangaben habe ich euch in die Infobox geschrieben, falls ihr das nachbacken wollt. Am Schluss forme ich mit den Händen noch so eine Art Knödel aus dem Teig, weil der Teig muss jetzt dann in den Kühlschrank. So sieht das aus. Und zwar für eine ganze Stunde. Und während er im Kühlschrank ist, fange ich auch schon an mit dem nächsten Rezept. Und zwar werden das Marzipanplätzchen. Und was braucht man da natürlich? Na klar, Marzipan. Und Mehl und Butter, Zucker, Vanillezucker, ein Eigelb und eine Prise Salz. Das Rezept eignet sich übrigens super für Kekstempel. Mal kurz naschen. Oh, ich liebe Marzipan. Mögt ihr Marzipan auch so gerne? Alles genau abwiegen. Hier habe ich auch wieder alles in die Infobox geschrieben, falls ihr das nachmachen wollt. Eigelb und Eiweiß voneinander trennen. Das Eiweiß übrigens nicht wegschmeißen, das kann man noch für ein anderes Rezept benutzen. Und dann wieder alles glatt zu einem Teig verrühren. Da habe ich mir dann auch wieder am Schluss mit den Händen eine Kugel geformt. Der muss nämlich auch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und so sieht das dann aus. So kann der jetzt in den Kühlschrank. Und während der im Kühlschrank ist, mache ich noch einen dritten Teig und zwar ganz klassisch Butterplätzchen zum Ausstechen. Auch da habe ich das Rezept unten in der Infobox. Und das schmeckt super. Der ist ziemlich wabbelig, der muss auch am besten eine Stunde mindestens in den Kühlschrank. Und während die anderen zwei Teige ruhen, habe ich mir hier schon mal den Vanillekipferlteig genommen und fange schon mal an, die Vanillekipferl zu formen. Die kommen alle auf ein Blech und danach in den Ofen. Und so sieht das Blech dann aus. Dann stelle ich mir eine Uhr, damit ich sie nicht vergesse, auf 12 Minuten. Und während das backt, habe ich 12 Minuten Zeit, um den nächsten Teig zu bearbeiten. Und da mache ich jetzt meine Marzipankugeln. Einfach rund machen und auf das Blech geben. Dann habe ich mir noch eine Gabel genommen und die hier so ein bisschen platt gedrückt. Und dann können die auch schon in den Ofen. Das habe ich auch ungefähr für 10 Minuten gemacht. Dann sind meine Vanillekipferl schon fertig und während die noch sehr warm sind, tunke ich die in Vanillezucker. Das schmeckt super lecker. Natürlich kann man sie auch einfach mit Puderzucker bestreuen. Das schmeckt auch. Dann sind meine Marzipanplätzchen fertig und die bestreiche ich jetzt mit ein bisschen weißer Schokolade. Das mache ich nicht super ordentlich, denn da kommen jetzt noch so kleine Schokoherzen drauf. Das sieht richtig toll aus und die schmecken richtig gut. Dann mache ich weiter mit meinem Butterplätzchenteig. Der ist jetzt richtig schön fest geworden im Kühlschrank. Da brauchen wir erstmal ordentlich Mehl auf der Arbeitsfläche und dann können wir den auch schon verarbeiten. Da brauche ich jetzt das Nudelholz und dann den Teig richtig glatt machen. Huch, brauche ich eine Form? Ich habe hier so ein Kätzchen. Miau, 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 miau. Und da steche ich mir jetzt natürlich Plätzchen aus. Die kommen wieder aufs Blech. Immer mal wieder nach den anderen Plätzchen gucken, dass nichts verbrennt. Und so sehen meine Kätzchen aus. Und die Kätzchen kommen jetzt ab in den Ofen. Während die im Ofen sind, mache ich immer noch mal was anderes. Meine Kätzchen, wenn die fertig sind, das hat ungefähr so 7 Minuten gedauert. Habe ich sie noch mit Schokolade bestrichen und noch Zucker drauf gestreut, so einen hübschen blauen. Und dann kommen schon die nächsten Plätzchen. Das geht wie am Fließband.
Da habe ich jetzt noch Schokolade übrig von meinen Kätzchen und deswegen kriegen die jetzt einen Schokoanstrich. Und die male ich nicht einfach so an, sondern ich nehme den Pinsel und schwenke den hier so drüber. Dann bekommt das so hübsche Streifen. Und sieht richtig besonders aus. Die restlichen Sterne habe ich zusammengeklebt mit Marmelade und die bestreue ich jetzt noch ordentlich mit Puderzucker. Und das sind dann die fertigen Plätzchen. Was sind denn eure Lieblingsplätzchen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Aber irgendwas fehlt jetzt noch. Na klar, ein heißer Punsch natürlich. Genau das Richtige für den ersten Advent. Aber nicht vergessen, den Ofen auszumachen. Bis zum nächsten Mal bei Puzzle Flake.